Hello, hello, ladies and gentlemen, und ganz herzlich willkommen zu diesem Essen und Laber Video auf meinem Kanal. Wir werden jetzt gemeinsam frühstücken. Wir haben nämlich 9:30 Uhr. Ich war gerade duschen, habe mich eingecremt, wie man sehen kann, und chill hier sogar immer noch im Schlafanzug. Ich hasse Duschtage. Ich hasse sie mittlerweile so unglaublich krass. Ich muss nur eben kurz gucken, wohin der Knipser gehört. Nee, nicht an meinen Brot, da hat Pascal es vergessen. Und irgendwas klebt hier. Irgendwas klebt hier. Aufräumen muss ich auch noch. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ja. Ich hasse momentan Duschtage, weil mir schlecht wird des Todes. Ich weiß nicht wieso, aber nach dem Duschen ist mir Kotze, Kotze, Kotze übel. Ich kann davor nichts essen, weil ich mich, wenn ich was gegessen habe, fühle ich mich so voll. Also ich bin da nicht satt. Also dieses Sattgefühl, gerade in der Schwangerschaft, ist sehr schwierig. Aber man ist einfach, man fühlt sich voll. Man könnte noch locker weiter essen, aber der Bauch lässt es nicht zu. Und ja, so kann ich nicht duschen gehen, weil ich fühle mich halt einfach schon so aufgebläht, Leute. Und dann noch halt danach duschen? Nee, das geht nicht. Deswegen muss ich das immer davor machen. Aber danach ist mir scheiße übel. Das heißt, ich muss danach schnell was essen. Also ich hasse momentan duschen wie die Pest, aber muss. Muss, ich will nicht stinkend durch die Gegend laufen. So, ich habe hier einmal etwas zu frühstücken. Wir fangen hier einmal an mit 2 Tomaten, die ich hier habe. Und einem Frischkäsefinger. Dann habe ich hier wie jeden Morgen, ich liebe das momentan so unglaublich krass. Wir haben hier so ein Körnerbrot, dann haben wir da einmal Frischkäse auf beiden Seiten drauf, einmal Burko, dann habe ich da so Fleischwurst drauf, Knoblauchfleischwurst von der Theke, dann habe ich hier ein Salatblatt drauf und oben drauf sind nochmal Tomaten, falls man das sehen kann. Ich liebe das momentan so krass. Und dann haben wir hier einmal einen Fruchtzwerge, den haben wir bei Kaufland geholt gehabt. Die waren reduziert, deswegen, ja, ist jetzt der letzte, muss ich mal wegessen. Dann habe ich hier einmal den Starbucks-Kaffee, der für mich wie ganz anders schmeckt. Aber wenn ich den morgens trinke, geht es tatsächlich. Ja, es geht. Und dann habe ich hier einmal einen Aprikosentee, wo ich jetzt mal den Teebeutel wegschmeiße. Das war heiß, das war meine Socke. Ich habe voll auf meine Socke getropft. Ja. Ich habe gestern einen Kommentar gehabt, da haben auch ein paar gegengekontert, das fand ich so süß von euch. Da hat jemand geschrieben, total ungesund, weil ich ja bei McDonald's war mit Pascal. Darf man jetzt nicht mal mehr zu McDonald's gehen oder zu KFC oder zu Burger King oder schieß mich tot, was es da nicht noch alles für Fastfood-Ketten gibt? Also Entschuldigung, ich kann mich doch nicht 24/7 gesund ernähren, also kann man schon, aber werde ich nicht machen. Wer bist du eigentlich, ganz ehrlich? Guck doch bitte auf deinen eigenen Teller, was du selbst isst. Tee muss momentan sein wegen der Verdauung. Ich habe gestern echt gedacht, ich bin echt im falschen Film. Hier, ist gesund. Esse ich momentan sehr gerne und jeden Morgen. Was ich momentan auch sehr gerne esse, sind kleine Tomaten und Äpfel. Aber bestimmte Äpfel von Kaufland und ich kann davon manchmal 2 Stück wegessen. Jetzt denken sich einige, ist doch nicht viel. Es reicht aus, wenn mir irgendwie Sod brennt zu. Warum kann ich heute nicht reden? Um mir Sodbrennen zu geben. Jetzt habe ich gestern meinen letzten Apfel mit Pascal noch geteilt. Ich teile wenigstens im Gegensatz zu ihm. Jetzt brauche ich heute neue. Müssen wir heute einkaufen fahren. Ich mag keine Bananen. Das ist traurig. Ich habe mir 2 Bananen bei Kaufland geholt. Kannst du knicken? Die schmecken so ekelhaft für mich. Voll traurig. Ich habe mich voll auf die Bananen gefreut. Ich beiß da rein. Ich habe die wieder ausgespuckt. Die sind so ekelhaft. Keine Ahnung, was momentan in meinem Kopf losgeht, aber Salzstangen kann ich auch nicht essen. Die schmecken wie Fisch. Wie echt ekelhafter Fisch.
Also ich glaube, meine Synapsen hier im Gehirn, die spielen irgendwie verrückt, keine Ahnung. So, ich rufe gleich meine Mutter an. Einmal einen Kontrollanruf. Dann fahre ich los zu DM, weil ich brauche nämlich ein paar Sachen. Nächste Woche ist nämlich schon die Hochzeit. Und ich will das nicht erst alles auf dem letzten Drücker machen. Ich brauche noch Haarspray. Ich wollte nochmal nach einem neuen Lippenstift gucken. Ich habe da einen schon bei Rossmann mitgenommen gehabt. Aber das ist nur ein Shiny Lipgloss. Also das ist gar nicht, Leute. Der sieht irgendwie so glitzernd, schimmernd aus auf der Verpackung. Aber das ist gar nichts. Da ist absolut gar nichts mit. Dann wollte ich gucken, ob unser DM eine große Catrice-Theke hat. Weil ich habe gesehen, bei Müller war das, glaube ich. Ja, ich glaube, bei Müller war das. Catrice hatte so extra für French so Nagellacke. Aber wisst ihr, so mit so einer feinen Spitze. Und ich wollte mir gerne meine Fingernägel lackieren für die Hochzeit. Weil ich ja auch sehr schön lang gewachsene Fingernägel habe. Und ich habe mich halt daran erinnert, dass ich das gesehen habe in der Catrice-Theke. So, jetzt hat unser Rossmann so eine kleine Catrice-Theke. Und ich wollte halt gucken, ob der DM eine große Catrice-Theke hat. Dann nehme ich das dann noch einmal mit. Ich brauche noch einen Lockenstab. Kann ich aber schnell bei DM dann holen. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Also einen Lockenstab kriege ich eher wie alles andere. Dann muss ich mir noch mal meinen Concealer mitnehmen. Von Catrice, die Camouflage. Nee. High Courage, was auch immer. Camouflage, irgendwie sowas. In der helleren Farbnuance einmal 05. Ich weiß nicht wieso, aber die haben den Catrice Concealer in 010 Porzellan. Habe ich immer. Die haben den dunkler gemacht. Also mir ist es ja schon voll oft aufgefallen. Der hat immer perfekt gepasst. Als der eine letzte bei mir leer gegangen ist, habe ich halt den neuen aufgemacht und dann habe ich mir gedacht, oh, habe ich den falschen gekauft, weil der viel dunkler war, als den ich davor benutzt habe. Die haben auf jeden Fall die 010 Porzellan haben die dunkler gemacht oder allgemein haben die alles dunkler oder heller gemacht, keine Ahnung. Und der Farbton passt nicht mehr zu mir. Zumindest nicht im Winter. Gestern mir Zeit genommen und ein bisschen mit euch auf Instagram geschrieben. Ich schaffe es momentan nicht jedem zu antworten, weil ich platze auf Instagram. Also das ist heftig. Ich arbeite mich gerade von ganz unten nach oben hin. Und ich habe auch schon Anfragen wieder neu bekommen. Also ich bin gerade auf 9 Anfragen, die ich auch noch annehmen muss. Und ich habe gerade über 20 Chats auf Instagram offen. Ich komme nicht hinterher. Das ist krass. Krass. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr mir alles schreibt. Aber entschuldigt mich, falls ich etwas länger brauche. Genau. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, ich habe gestern wieder eine Nachricht bekommen. Warum lügst du deinen Zuschauer an? Ihr habt Drecks verkauft. Ich habe es doch gesehen. Ich wüsste mal gern, wo du gesehen hast, dass wir 6 verkauft haben. Das interessiert mich jetzt gerade wirklich sehr. Ich habe keine Antwort mehr zurückbekommen. Ich habe aber geantwortet. Alter, wisst ihr, was ich scheiße finde, dass ich euch die Chats nicht zeigen kann? Das kotzt mich so an. So oft kriege ich Nachrichten, die würde ich so gerne in meiner Story posten, damit ihr einfach teilhaben könnt.
wie dumm einfach einige Menschen sind, ehrlich. Ich darf sie aber nicht posten. Selbst wenn ich oben das Profilbild, Name und weiß jetzt eh nicht was wegmachen, ich darf es nicht posten, ohne die Einverständniserklärung desjenigen, mit dem ich da schreibe. Es geht nicht. Ich würde das so gerne machen, ey. Manchmal würde ich gerne die Dämlichkeit von anderen teilen, ehrlich. Ich habe keine Antwort zurückbekommen. Bis heute nicht. Keine Ahnung, also gestern. Ich weiß nicht, wann die mir geschrieben hat. Keine Ahnung. Ist auch schon eine Nachricht, die weiter unten war. Aber warum sollte ich euch anlügen? Wie, wir haben Rex verkauft. Also wenn, dann weiß ich selbst davon nichts. Also ehrlich. Nee, also wir haben Rex nicht verkauft. Ich verstehe auch nicht, wie einige drauf kommen. Vielleicht verwechselst du jetzt gerade einfach irgendwie irgendwas, weil richtig, Rex ist nicht hier, weil Rex bei meinen Eltern wohnt. In Niedersachsen. Im Norden. Wisst ihr was, Leute? Ich tue jetzt mal ein Video abspielen, was Pascal mir gestern geschickt hat. Junge, ich kann wirklich halt nicht mehr reden. Was mein Vater mir gestern geschickt hat. Also die sind von gestern, die Videos, und dem geht's putzmunter. Комитеты провели заслушивание итогов отчета счетной палаты. Будь здоров. So, wie man gesehen hat, der Apfel schmeckt ihm wirklich sehr gut. Lippe gebissen. Dem Hund geht's gut. Er wohnt weiterhin bei meinen Eltern. Der Hund wird nirgendwo hingehen und der Hund ist auch nicht verkauft worden. Und wird auch nicht. Der ist nämlich gerade in meiner Ich-baue-Scheiße-Phase. Der versucht sich gerade richtig auszutesten und zerkaut und zerfrisst wirklich alles. Trotzdem ist er in unserer Familie. Und ja, ich verstehe nicht, wo einige Menschen diese Informationen immer hernehmen. Ich weiß ganz genau, du hast den Hund verkauft. Das ist jetzt nicht die erste Nachricht. Hey Leute, was? Keine Ahnung, seid ihr Detektive oder was? Die Gerüchte zerplatzen eh und je, wenn ich wieder im April dort bin und ich wieder Rex in die Kamera zeigen werde. Also, verstehe ich nicht. Nee, muss man nicht verstehen, glaube ich, oder? Ey, wenn ich den Scheiß kaum aufkriege, wie soll ein Kind den Kack aufkriegen? Ist blöd bei den Quetschis. Kannst du das nicht so durchmischen? Dann hast du mal oben zuerst Wasser. Das schmeckt nicht. Pascal hat gestern einen Spruch gebracht. Du wirst deinem Kind später das Essen wegessen, weil ich esse super gerne diese Quetschis. Auch von DM, die Quetschis.
Erdbeerbananen und was da nicht alles gibt. Oder halt auch diese Gläschen, diese Fruchtgläschen. Ich liebe die. Und Pascal, so, du wirst dem Kind später das Essen vergessen. So, das kann möglich sein, ja. Hier ist er hier. Es geht. Also morgens kann ich den auf jeden Fall trinken. Da schmeckt er auf jeden Fall auch wieder wie Kaffee. Aber es geht nicht. Aber ich werde mir den nicht nochmal kaufen. Das ist es irgendwie nicht wert. Ich freue mich so sehr. Bald kann ich wieder meine Eltern sehen. Wir fahren nämlich über Ostern dahin. Bei Pascal ist es nämlich Gott sei Dank so auf der Arbeit, dass er auch in den Ferien sich Urlaub nehmen kann. Weil diejenigen, die da arbeiten, da sind schon ältere Leute, also in Pascal seiner Abteilung, und deren Kinder sind einfach schon erwachsen. Das heißt, denen ist es eigentlich nicht nach Schnuppi-Alter, wenn die Ferien nehmen. Ich meine, wenn die Urlaub nehmen. Und deswegen ist es bei Pascal auf der Arbeit so, derjenige, der zuerst einen Antrag stellt und dann dort Urlaub haben möchte, der bekommt dann halt auch dann Urlaub so, ne? Pascal hat zum Beispiel über Ostern frei bekommen, eine ganze Woche. Er hat in den Sommerferien eine Woche frei genommen. Finde ich ganz cool. Das ging zum Beispiel bei Kaufland, wo er vorher gearbeitet hat, nicht, weil da waren sehr, sehr viele halt mit kleinen Kindern und die sind halt bevorzugt in den Ferien. Das war dann immer ganz schön blöd, weil ich habe nämlich meistens in den Ferien Geburtstag. Ich habe am 3. August Geburtstag und dann ist halt meistens noch Ferienzeit. Und er hat auch meistens an meinem Geburtstag nicht mal frei bekommen. Also seine Chefin, ja, die war dann immer halt sehr unfreundlich. Früh genug Bescheid gesagt, ich brauche am 3. August wenigstens frei, wenn Urlaub nicht klappt. Pascal, du gehst am 3. August arbeiten. Ja, meistens war das immer so. Das eine Mal, ich glaube, das war sogar letztes Jahr, ey, da hat er sogar Spätschicht reingedrückt bekommen an meinem Geburtstag. Wisst ihr, wie scheiße das war? Der Geburtstag einer Freundin, oder jetzt ist gesagt, irgendwie ein Geburtstag deiner Freundin oder sowas, ist kein Notfall, da frei zu bekommen. Okay. Ich hasse diese Chefin, ehrlich, ich grüße sie nicht mal mehr. Als meine Tante damals gestorben ist, mussten wir nach Osnabrück auf die Beerdigung. Und ich habe halt gefragt, ob Pascal fragen kann, ob er frei bekommt. Nur den einen Tag. Und hat sie auch gesagt, nö, ist das deine Frau? Nee. Genau, ist deine Freundin, da brauchst du keinen frei. Du kommst arbeiten, das kriegt ihr auch alleine hin. Ja, ich bin unter Tränen über 200 Kilometer nach Osnabrück gefahren und wieder zurück. Und es war schlimm, es war richtig, richtig schlimm. Hin war einfacher wie zurück, aber zurück war wirklich die Hölle. Und seitdem verfluche ich sie einfach. Also ich hasse sie. Für mich ist sie einfach eine unfreundliche Person vom Feinsten. Also sie guckt immer so, dass immer ihr alles passt. Du wisst, das ist eine Chefin. Immer, dass ihr alles passt. Wie es anderen geht, ist der egal. Ist der sowas von egal. Deswegen mag ich sie nicht. Und ich bin super, super froh, dass Pascal da endlich weg ist. Dass er jetzt einen neuen Job hat. So, Leute, ich beende das Video jetzt. Ich wünsche jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Ich bin voll. Daumen nach oben, Kommentar und über kostenloses Abo würde ich mich sehr freuen. Tschüss, ihr Lieben.